Hallo, willkommen zu einer neuen Folge MuseScore mit Tommy. Seit ja doch jetzt schon wieder ganz schön langer Zeit. Ja, will jetzt wieder ein bisschen mehr Videos machen. In letzter Zeit bin ich irgendwie nicht dazu gekommen oder hatte dann teilweise ehrlich gesagt auch keinen Bock. Und zwar geht es heute um eine Nutzerfrage. Ich habe hier meinen MuseScore schon offen. Und zwar der Lulian. Das ist ja so mein treuster MuseScore-Kommentareschreiber und Fragensteller, also viele Grüße an der Stelle. Der fragt, Moment, hey Tommy, ich hätte mal eine Frage zum MuseScore. Und zwar klingt das Windspiel im Programm nicht wie ein Windspiel. Wenn man allerdings beim Schlagzeug die Klaviertastatur mit der Taste P aktiviert und auf C6 drückt, dann hört man es, kann es aber nicht als Note hinzufügen. Wie kann ich das Problem lösen? Würde mich freuen, wenn du es mir bzw. uns erklärst. Ja, Windspiel, denke ich mal, meint er so diese Windchimes. Ja, habe ich jetzt gerade keine da. Ich habe mal welche gebaut. Tatsächlich. Aus ein Stück Alu genommen halt. Vollmaterial und das dann halt entsprechend mit der Hand alles gesägt in verschiedenen Abständen. Das hat gut funktioniert. Dann oben für die Halterung Buche auf Mahagoni gebeizt. Man kann auch die Buche als Buche lassen, aber ich fand das damals cool und habe es auf Mahagoni gebeizt. Und ja, das ist im Moment eben, na, Fundus von einem Verein. Okay, Windspiel. Gut, jetzt müssen wir, also ich habe hier gerade so ein Projekt. Wollte einfach so ein bisschen ausprobieren. Das ist im Prinzip ein Song von mir, den ich mal gemacht habe. Gibt es auf Stonehenge Connection Multicore. Habe ich allerdings die Gitarre selber gespielt, deswegen klingt sie nicht ganz so cool hier und da. Peace of Hope, und das will ich so ein bisschen für, ja, so ein Jugendorchester so in der Richtung umarrangieren. Deswegen habe ich auch eine andere Tonart. Im Original ist es in E. Sowas ist für Bläser ganz blöd. Und probier da halt so ein bisschen rum. Ja, da kann man kurz reinhören. Und genau da würde, glaube ich, sogar ein Windspiel gut reinpassen. So, dann suchen wir uns mal ein Windspiel. Instrumente. Also, wenn man jetzt hier so eine fertige Partitur hat, so gesehen, oder die meisten Instrumente schon drin, und sagt, jetzt brauche ich aber noch ein Windspiel, wie in meinem Fall, dann geht man einfach auf Bearbeiten, Instrumente, ich muss mal schauen, ob ich hier überhaupt umgestellt habe, ja, passt, Instrumente, und dann kann man die hinzufügen. Das steht meistens auf Allgemein, jetzt gucken wir mal, ob wir es hier schon finden, das müsste ja bei Ungestimmt sein. Okay, na, da findet man es meistens nicht. Es könnte sein, dass es hier bei Orchester drin ist. Metallwindspiel, da ist es schon. Ja. Und alle Instrumente, das hatte ich schon mal in dem Overview zu dem 3.6er MuseScore. Da ist dann wirklich alles Mögliche drin. Da haben wir, siehst du, Muschelwindspiel, Glaswindspiel, Metallwindspiel, Bambuswindspiel, Holzwindspiel. Sandpapierblöcke, Donnerblech, okay. Ja, wir nehmen Metallwindspiel. Oder weißt du was? Wir nehmen mal alle von den Windspielen hier. Bambus auch. Habe ich Bambus schon rein? Und das Holzwindspiel. Das interessiert mich, wie die klicken. So. N. Warum kann ich denn keine Note reinfügen? Mit A. Ich drück mal A. Das klingt wie ein Shaker. Was ist das denn? Das ist tatsächlich ein Problem. Das klingt hier auch wie ein Shaker. Ist das überall so? Ja. Ist jetzt aber merkwürdig. Einmal die Kabasa.
Oh Mann. Warte mal, was schreibt er? Haben wir die Klaviertastatur aktiviert? Das kann man entweder mit P machen, wie er es so im Kommentar geschrieben hat, oder hier über Ansicht. Ja, da kann man zum Beispiel, da ist die Klaviatur, zum Beispiel auch das Mischpult. Ja, dann kann man die Instrumente solo schalten oder wie man hier sieht, ich habe die teilweise schon so ein bisschen nach links und rechts verteilt. Und auf C6 drückt, hört man, es kann es aber nicht als Note hinzufügen. Okay. So. Hä? Ah. Aber Moment, wenn ich jetzt in den Noteneingabenmodus gehe. Ha, okay. Das ist cool. Gucken, klingt das jetzt so auch? Die Shaker. Aber man hat's gehört. Cool. Ja, Problem gelöst. Folge vorbei. Jetzt interessiert mich trotzdem noch, wie das Holzwindspiel klingt. Warum klingt das hier, wenn ich die Note auswähle? Wie eine Flöte. Das ist auch blöd. Okay. Machen wir jetzt mal alles weg hier. Das Holzspiel machen wir hier. Auf die 1. Das klingt doch genauso. Was ist hier mit dem? Eine Guisha war das. Bisschen weihnachtlich. Ach scheiße, jetzt habe ich mir hier alles vollgeballert. Ich war ja noch im Noteneingabemodus. Gerade mal alles rückgängig hier. Okay, das checke ich gleich mal. Warum das wie das? Das kann natürlich sein, weil mal, wenn ich jetzt hier. Ah, da muss ich auch wieder in Noten eingaben, wo das Schlagwerk bearbeiten. Das wird als Cabasa angezeigt hier auch. Okay, das ist. Aha. Warum ist das so? Warte mal, wenn ich jetzt auf Laden. MuseScore 3. Boah, wo ist denn das? Müsste ja bei den Soundfonts sein, aber da ist ja gar nichts drin hier. Irgendwo müssen doch die Sounds sein. Stile. Boah. Keine Ahnung, dass man den Sound da einfach reinladen kann, weil das wird ja tatsächlich hier auch als Cabasa angezeigt. Das heißt, wenn man. Ja. Damit kann man ja auch nichts verändern. Wenn ich jetzt mal auf. Habe ich mein Schlagzeug hier? Ah ja, das machen wir gleich auch noch, dass wir das alles nach unten packen. So. Ja, und das war's, gell? Also wenn ich jetzt hier wirklich gerne, sagen wir mal, so ein Glas oder so ein Bambus-Windspiel haben wollen würde,
mit dem Sound nicht hin. Das ist ja blöd. Und das Dumme ist halt tatsächlich, ich gehe noch mal hier, wo ist das Schlagzeug? Hier. Mal bei ohne Note Entry. Machen einfach nur und gucken mal, ob wir hier irgendwie. Okay, da oben scheint nichts mehr zu sein. Schlagzeug hier. Tja, es gibt halt auch gar keinen Sound dafür anscheinend, weil hier sind ja so gesehen alle Sounds vom Schlagzeug drin. Also gibt es so gesehen wohl keinen extra Sound für Holz oder Bambus oder sonst was für ein Spiel. Gut, brauchen wir eigentlich nur das Metallwindspiel. So, jetzt ist es normalerweise auch so, ich mache mal eine halbe Note draus auch, dass man das so gar nicht aufschreibt, sondern das ist natürlich die Frage, das geht von oben nach unten, okay. Von unten ein, nach oben ausgleiten, ob das jetzt anders klingt. Es geht immer noch von oben nach unten. Hätte gern, dass es von oben nach unten geht. Aber gut. Sag mal, das schreibt man dann einfach so rein, halt eben. Ja, und normalerweise wird das auch, ja, so als Wirbel. Sind dann hier die Tremolos? So wird es normalerweise in der Richtung notiert. Gerade was da. Man kann hier die Aufnahme pausieren. Nee, sonst hätte ich gerade mal schnell geguckt. Aber ich glaube, ich habe da gerade keine Noten. Aber so in der Richtung, weil der Spieler muss ja auch wissen, ob das jetzt von unten nach oben gehen soll oder von oben nach unten. Das ist nämlich auch Geschmackssache, weil das finde ich jetzt hier. Wobei, mal reinhören. Kann mal von vorne. Okay, jetzt klang, ja, es klingt dann auch länger. Normalerweise ist es halt so, dass man dann einfach sich mehr Zeit lässt, bis man oben ist. Also so habe ich das immer gemacht, wenn ich orchestermäßig irgendwie diese Bar Chimes, nennt sich es ja auch, gespielt habe. Beziehungsweise es wurde dann halt, es wurde irgendwie auch nochmal anders notiert. Ja, dass man über eine halbe Note genau einmal nach oben. Ansonsten steht das, das zeige ich mal kurz, steht es nämlich auch anders da. Das heißt, wir wählen wieder unsere halbe Note, die haben wir, und drücken hier das, also Noteneingabenmodus. War das und C6. Genau. Dann steht es nämlich normalerweise ungefähr. So da, also einmal nach oben, einmal nach unten. So in der Richtung. Ich habe da den anderen benutzt, gell, den hier. Ja, aber es sieht manchmal eher nach sowas aus hier. Ja, aber schräg nach oben. Okay. Gut, Glissando ist ja eigentlich auch was anderes. So,
Dann, genau, dann machen wir jetzt die überflüssigen Stimmen gerade mal wieder weg. Und zwar, wir lassen nur das Metallwindspiel drin. Das heißt, wir gehen bei Bearbeiten, Instrumente. So, und das brauche ich auch nicht. Remove vom Score dann einfach. Ja. Muschel weg, das Glasding weg, Bambus weg, Holz weg. So, und jetzt hätten wir das aber ganz gerne nicht irgendwo mittendrin, sondern auch unten beim Schlagzeug da, also Percussion-Abteilung. Deswegen bewegen wir das jetzt hier einfach. Ne? Wollte schon sagen, bewegen wir das einfach nach unten, aber das geht gerade gar nicht. Warum? Hä? Bin ich jetzt blöd? Die Trompete nach oben bewegen? Das geht. Dann machen wir es halt so rum. Hä? Also irgendwie spinnt das gerade. Das ist ein Bug, würde ich mal behaupten. Trompete nach oben. Folium noch. Spiel nach unten. Warum ist das denn so? Kann ich das so? Nee, das geht auch nicht. Bewegen wir schon mal die Trompete nach oben. Okay. So, es ist unser Windspiel hier. Oh. Probieren wir es einfach nochmal. Das kann doch nicht sein. Jetzt geht's. Machen wir das unter die Pauken. Dann haben wir hier Schlagzeug, Glockenspiel, Windspiel. Das ist so Percussion-Zeug. Das Windspiel könnte man tendenziell auch in die Glockenspielstimme mit reinmachen. Also falls der Typ, der dann das Glockenspiel macht, da eine Pause hat, oder man kann es ja so arrangieren, dass da eine Pause ist, kann der das nämlich einfach mitspielen. Dann braucht man nicht irgendwie nochmal eine extra Stimme. Ist ja ganz oft bei so Percussion-Stimmen, dass dann viele Sachen einfach zusammen sind. Das wäre natürlich auch interessant, das rauszufinden, wie das geht. Dass ich hier wirklich so eine komplette Percussion-Stimme habe. Man müsste ja dann. Ja, entweder man fasst die beiden Sachen zusammen. Warum ist denn das jetzt alles zusammengefasst? Schlagzeug ist hier nur Schlagzeug, okay. Glockenspiel, ja. Ah, ich muss auch. Bin ja blöd. Ich habe jetzt hier von allen die einzelnen Parts. So, und das ist dann hier bei Datei und Parts. Da kann man nämlich dann von allen Sachen, die hier vorkommen, zum Beispiel dem Metallwindspiel, machen wir jetzt alle Auszüge. So geht das normalerweise. Ja, dann habe ich es jetzt doppelt. Das ist auch scheiße. Das will ich ja gar nicht. Rückgängig. Hätte ich gern zusätzlich halt noch den Auszug von dem Windspiel. Hä? Warum wird das denn nicht angezeigt? Hier auch nichts anklicken. Moment, löschen. Ich lösche einfach alle, genau. Ist zwar auch blöd eigentlich. Jetzt geht wieder auf alle Auszüge. Ist aber wieder kein Windspiel dabei.
Also. Ah, doch, da ist es. Aber es ist hier nicht. Einzelner Auszug. Ah, nee, das wollen wir nicht. Okay. Ah, okay, jetzt ist es da. Hier. Drei Takte, dann einmal. Gerade mal hier abspielen. Ja, das geht. Dann Rest vom Stück Pause. Gut. Ich hoffe, das Problem ist gelöst. Wenn es weitere Fragen gibt, gerne in die Kommentare schreiben. Und ich versuche, so gut es geht, immer der Sache auf den Grund zu gehen. Also das war jetzt irgendwie ganz schräg. Dass das wie ein Shaker klingt und eine Kabasa. Und da auch als Kabasa angezeigt wird. Da schaue ich mal, ob ich das irgendwie noch hinkriege, aber das mache ich dann in der anderen Folge, weil das zieht sich sonst hier unnötig ewig in die Länge. Glaube es eh schon viel länger, als es müsste. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt gerne in die Kommentare, was euch interessiert zum MuseScore und ja, erster Linie vor allem Schlagzeug und so. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis demnächst, euer Tommy.